Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Geheimakte Tunguska. Ich will noch mal alles ganz genau angucken, ob ich nicht irgendwas übersehen habe. Oh, Totenkopf. Und ich habe Wenn ich nicht tatsächlich besser etwas wüsste, würde übersehen. ich sagen, er grinst mich an. Tut er auch. Den Totenkopf nehme ich mal mit, aber mit einem kompletten Skelett werde ich bestimmt nicht in der Gegend rumlaufen. Vielleicht können wir das ja irgendwie in die Nische stellen. Das wird da doch gut ausschauen. Puh, das war knapp. Da überlebe ich den Anschlag in der Wohnung meines Vaters und die Typen vom Geheimdienst und werde dann beinahe von einem Bild erschlagen. Das Leben ist manchmal echt seltsam. Oh ja. Was ist das für ein merkwürdiges Schloss? Wenn ich das richtig überblicke, sollte ich mal versuchen, alle Lichter abzuschalten. Oh nein. Sowas ist überhaupt nicht meins. Oh, ich mache gerade eher alle Lichter an, scheinbar. Oh Gott. Okay. Oh. Okay. Okay, ich will noch mal resetten. Wenn ich das richtig überblicke, sollte ich mal versuchen, alle Lichter abzuschalten. Okay, das machen wir doch glatt. So. Nee. Wenn ich das Und nochmal richtig überblicke, resetten. sollte ich mal versuchen, alle Lichter abzuschalten. Oh nein, sowas ist halt echt nicht meins. Okay. Oh nein. Das ist nicht gut. Okay. Ach Wenn ich das richtig nein. überblicke, sollte ich mal versuchen, alle Lichter abzuschalten. Okay. Also. Wenn ich das Gott. richtig überblicke, sollte ich mal. Ja.
Ha, geschafft. Super. Hat ja gar nicht so lange gedauert. Ich hab's relativ schnell hinbekommen. Hoffentlich ist der Inhalt die Mühe wert und ich erfahre endlich was über den Verbleib meines Vaters. Jede Menge Unterlagen. Irgendwo muss doch diese verdammte... Ah, hier. Die Liste aller Teilnehmer am Tunguska-Projekt. Was auch immer das sein mag. Auf jeden Fall ist sie unterteilt nach Wissenschaftlern, Militär und Geheimdienst. Im Zug sind das schon über 100 Namen. In der Station weit über 1000. Was genau machen die denn alle? Naja, egal. Erstmal muss ich schauen, ob mein Vater an Bord des Zuges ist. Dann bin ich mal gespannt. Hinter einigen Namen sind Kreuze. Sind die alle tot? Ich kann nur hoffen, dass die Kreuze eine andere Bedeutung haben. Mein Vater scheint aber nicht auf der Liste zu stehen. Weder im Zug noch in der Forschungsstation. Bin ich jetzt deswegen beruhigt oder besorgt? Immerhin haben sie ihn nicht nach Russland verschleppt. Aber dafür ist meine einzige wirklich heiße Spur jetzt nur noch lauwarm. Ich werde mir mal die anderen Unterlagen anschauen. Vielleicht bringt mich das ja irgendwie weiter. Hier ist eine Mappe mit dem Titel Tunguska-Projekt. Die sollte ich mir mal näher ansehen. Jede Menge Formeln und wissenschaftliches Zeugs, bis ich das verstanden habe. Was? Was ist das denn? Hier steht etwas von einer Kalenko-Expertise. Die scheint tatsächlich von meinem Vater zu sein. Er hat wohl 1976 nachgewiesen, dass ein in der Tunguska-Region gefundenes Objekt außerirdischen Ursprungs ist. Aufgrund dieser Expertise hat dann die Regierung grünes Licht für den Ausbau der Forschungsanlage gegeben, um von der Öffentlichkeit abgeschottet Experimente mit dem Bruchstück durchführen zu können. Offenbar haben diese Experimente dann ergeben, dass man das Verhalten von Tieren beeinflussen kann, wenn man bestimmte Strahlungsfelder mit diesem Bruchstück modifiziert. Daraufhin wurde das Tunguska-Projekt ins Leben gerufen, um die Technik zu verfeinern. Dann kommen seitenweise Versuchsergebnisse. Die müssen da tausende von Tierversuchen gemacht haben. Nur mit welchem Ziel? Was versprechen die sich davon? Lässt sich das militärisch nutzen? Hallo Oleg, ich hoffe, es gibt gute Neuigkeiten. Was? Und Nina? Ist sie okay? Verdammt, wie konnte das passieren? Ich dachte, ihr passt auf sie auf. Ich will mich aber nicht beruhigen. Den Fehler habe ich einmal gemacht. Und das Ergebnis... Ja, okay. Wo genau? Alles klar, bin schon auf dem Weg. So, wenn Sergejs Informationen stimmen, dann müsste dies das Militärkrankenhaus sein, in das sie Nina gebracht haben. Hoffentlich geht es ihr gut. Es nur passieren, dass ein ganzer Zug entgleist. Man vermutet einen Anschlag. Aber das soll uns jetzt erstmal egal sein. Du musst Nina da rausholen. Ich? Ja. Alleine stehen deine Chancen besser, nicht entdeckt zu werden. War sowieso schon ein Wunder, dass wir so einfach bis hierher gekommen sind. Ich habe zwar extra einen großen Bogen um die Forschungsstation gemacht, aber so dicht dran hatte ich schon fast damit gerechnet, dass uns das Militär abfängt. Okay. Und wie komme ich jetzt da rein? Lass dir was einfallen. Prima. Aber schon mal vielen Dank fürs Herbringen. Ohne dich hätte ich das hier nie gefunden. Gern geschehen. War doch selbstverständlich. Du machst dir ziemlich Sorgen um Nina, oder? Ja. Hoffentlich ist dir nichts passiert. Du magst die Kleine wirklich, oder? Ja. Sie ist toll. So was Wunderbares ist mir noch nie passiert. Hey, aufwachen, Junge. Träumen kannst du, wenn du Nina da rausgeholt hast. Ja, hast recht. So, nun aber los. Viel Zeit bleibt uns nicht. Ich warte hier, falls du irgendwie Hilfe brauchst. Ach ja, denk dran. Nina ist unter dem Namen Perkova unterwegs und wohl auch unter diesem Namen eingeliefert worden. Und jetzt viel Glück. Danke. Das werde ich wohl auch brauchen. Puh, da wurde jetzt viel gequatscht. Ich finde es halt krass. Max ist voll verknallt in sie und meint, sie ist das Wunderbarste, was ihm je passiert ist. Aber er kennt sie kaum und so viel haben sie sich auch noch nicht unterhalten. Ich finde das immer sehr komisch, aber ich mag Max und Nina, deswegen finde ich es gleichzeitig auch sehr süß. So... Das hatten wir ja schon. Gut, dann lesen wir doch erstmal, weil wir haben jetzt eh ganz viel Quatsche gehört, dann lesen wir gleich noch ein bisschen dazu.
Die Kalenko-Expertise. Transsibirische Eisenbahn. Die Liste mit den Wissenschaftlern ist endlich gefunden. Ninas Vater ist weder im Zug noch in der Forschungsstation. Trotzdem ist die Reise nicht vergeblich. Im Safe sind Unterlagen über die Kalenko-Expertise. Wladimir Kalenko hat ein Bruchstück vermutlich außerirdischen Ursprungs analysiert, welches in der Tunguska-Region gefunden wurde. Dank dieser Expertise war man offensichtlich in der Lage, mittels Strahlung das Verhalten von Tieren zu manipulieren. Ist das also das Tunguska-Projekt? Die Befreiung. Sibirien Krankenhaus. Max hat durch Oleg von dem schrecklichen Anschlag erfahren. Die beiden sind sofort nach Sibirien aufgebrochen, wo Nina in einem abgelegenen Militärkrankenhaus gehalten wird. Okay. Jetzt spielen wir scheinbar mal mit dem Max. Und das freut mich natürlich ganz, ganz dolle. Weil den mag ich schon und er hat so ein super tolles, modernes Handy. Mein Handy mit allem Schnickschnack. Man kann damit sogar telefonieren. Toll. Mensch, waren Handys damals noch super. Eine Einkaufstasche aus Stoff. Sehr gut, da haben wir ihn. Und da haben wir einen Krankenwagen. Scheint ein Krankenwagen zu sein. Die Schrift darauf ist russisch, kann ich nicht lesen. Aber da steht ein Telefonsymbol mit einer Nummer daneben. 03112. Okay, ja, das wird wohl die Nummer sein, die wir wahrscheinlich irgendwann anrufen müssen. Eine Gegensprechanlage. Und ich dachte immer, in so abgelegenen Regionen gäbe es nicht mal Strom. Tja. Was sag ich denn jetzt? Schönen guten Tag. Ich mache hier in der Gegend Urlaub und bin zufällig vorbeigekommen. Sieht toll aus. Ist bestimmt alt, oder? Kann ich mir das Haus mal aus der Nähe ansehen? Ich bin ein großer Fan von Gebäuden aus der Zarenzeit. Sonst geht's aber noch wohin. Das ist ja ein Krankenhaus, kein Museum. Ja und? Ich will's mir doch nur mal ansehen. Dauert auch bestimmt nicht lang. Hier gibt's ja sonst nicht so viele interessante Gebäude. Ich kann auch nichts dafür, dass Sie am Arsch der Heide Ihren Urlaub verbringen. Hier können Sie auf jeden Fall nicht rein, wenn Sie nicht gerade Arzt oder kurz vorm Sterben sind. Und nun lassen Sie mich in Ruhe. Ich will mir das Fußballspiel weiter ansehen. Er hat einfach die Sprechanlage ausgeschaltet. Das mit dem Architekturtouristen gehörte wohl nicht gerade zu meinen besten Ideen. Fürs nächste Mal merken, mit Kunst kommt man nicht weit. Das ist gemein, aber stimmt halt auch ein bisschen. Ich bin ziemlich unheimlich, mehr wie ein Geisterschloss. Ich sollte Nina da schnellstens rausholen. Also, wie ich das gerade meinte, natürlich kann man es mit Kunst weit schaffen, aber es ist halt super schwer. So, hier. Nimm, Oleg. Als provisorischer Verband könnte es wohl reichen, wenn Oleg verletzt wäre. Aber außer zwei Fingern und einem sympathischeren Auftreten fehlt ihm ja derzeit nichts. Okay. Okay, Krankenhaus haben wir ja schon angeguckt. Ah, ein Busch. Mein Arzt sagte immer, ich soll mehr Früchte essen. Naja, vielleicht ist mehr Früchte pflücken ja schon mal ein Anfang. Ja, das klingt doch gut. Nun habe ich eine löchrige Tragetasche mit hässlichen roten Flecken. Zack. Her, bind dir das mal um die Hand mit den fehlenden Fingern. Wenn der Sanitäter nicht so genau hinsieht, können wir ihm vielleicht vorgaukeln, du hättest die Finger gerade erst verloren. Schnickschnack. Ja. Ja, ruf Nina an. Hab ich. Okay. Hoffentlich funktioniert mein Plan. Hallo? Funktioniert bestimmt. Mein Freund hat sich schwer verletzt. Ich befürchte, dem fehlen ein paar Finger. Ja, ich stehe an der Bushaltestelle vor dem Krankenhaus. Bitte schicken Sie schnell jemanden vorbei. Ich glaube, der verblutet. Ja, aber machen Sie schnell. So. Dann wollen wir mal hoffen, dass Olegs schauspielerische Qualitäten ausreichen, um den Krankenwagenfahrer von seiner Geschichte zu überzeugen. Bestimmt.
Hof bin ich schon mal. Jetzt muss ich nur noch Nina finden. Ja, Container, wühl im Dreck, bitte. Ihre Spritzen, verschmierte Verbände und ein Finger. Ob ich den Oleg... Nein, besser nicht. Nee, werde ich auch nicht machen. Okay, die Tür. Abgeschlossen. Welch Überraschung. Scheint ein Abwasserrohr zu sein. Es führt ins Obergeschoss. Hätte ja sein können. Okay. Okay, ich kann mich hier auch umgucken. Ich habe mich schon kurz gewundert. Sieht nicht gerade wie ein typischer Krankenwagen aus. Mehr wie ein Militärfahrzeug. Aber was machen die hier, so weit weg von jeglicher Zivilisation? Das weiß ich jetzt auch nicht. Achso, das ist nur der Durchgang. Ich dachte wegen dem Schild, also wegen... was da halt steht. Nicht gerade das neueste Modell, scheint aber ihren Zweck zu erfüllen. So, wir gehen mal wieder so durch. Max Eingang. Aber ich glaube, hier ist sonst nichts. Ihr Handy ist aus. Mei. Hätte ja sein können. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist. Okay, es ist keine gute Idee, einfach dran zu spazieren. Schatten. Was? Ah. Irgendwas wirft diesen Schatten. Irgendwas hier ganz in der Nähe. Die Lampe. Da ist ein Schlüssel in der Lampe. Seltsames Versteck, aber immer noch besser, als ihn unter eine Fußmatte zu legen. Der Schlüssel ist durch die permanente Wärmeeinstrahlung der Lampe ganz schön heiß geworden. Mit bloßen Händen möchte ich den nicht unbedingt anfassen. Ach Mensch, Max, du Weichei. Dann nimmst du halt die OP-Zange, die ich jetzt erst sehe. Und holst ihn dir so. Damit sollte es gehen. Und dann sperrst du auf. Passt. Gut, dann gehen wir rein. Ab in die Höhle des Löwen. Hoffentlich ist keiner im Keller. Hier schaut's echt schlimm aus. Ein Diktiergerät. Vielleicht ist ja was von Nina drauf zu hören. Patient 1835. Schwere psychische und neuronale Störungen. Derzeit im Dämmerzustand. Während des Beobachtungszeitraumes äußerten sich die Symptome in optischen und akustischen Halluzinationen, reflexartigen Muskelkontraktionen und Harninkontinenz. Hinzu kommen psychogene Reaktionen, temporäre Amnesie, partielle Lähmung der Gesichtsmuskulatur und Augenflimmern. Durch äußere Einwirkung verursachte Schläfenlappenbeschädigungen, Fraktur des rechten Handgelenks, diverse Prellungen und Hämatome im Kopf- und Armbereich. Mit Ausnahme einiger äußerer Verletzungen im Großen und Ganzen also ähnliche Symptome wie bei den anderen Patienten. Der Bericht ist schnellstmöglich anzufertigen und nach Moskau zu faxen. Mist, die Batterien scheinen ihren Geist aufzugeben. Das hört sich aber ganz schön übel an. Was soll, wie bei den anderen Patienten, bedeuten? Heißt das, diese Bewusstseins- und Verhaltensstörungen treten hier bei vielen Leuten auf? Wenn ja, was ist dann die Ursache dafür? Ich sollte auf jeden Fall Nina davon erzählen, denn irgendwas scheint hier nicht zu stimmen. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich weiß, dass es mir definitiv nicht gefällt. Ganz und gar nicht gefällt. So, was hat er denn aufgeschrieben? Das davor hatten wir schon? Ja.
Mysteriöse Krankheit. Sibirien Krankenhaus. In einem Arztbüro ist es von Patienten mit schweren Bewusstseins- und Verhaltensstörungen die Rede. Anscheinend keine Seltenheit in dieser Region. Wodurch wird diese psychischen Anomalien wohl ausgelöst werden? Wodurch? Ich kann nicht lesen. Vergesst es. Bevor wir uns mit Max jetzt hier drin umschauen, werde ich eine kleine Aufnahmepause machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.